Hallo und willkommen zurück zu Flint spielt Age of Wonders Planetfall. Und wir greifen jetzt die Marodeurschurken an, wo wir auch einen Auftrag von den... Ach, die Namen sind mir noch nicht so im Hirn drin. Ich gehe jetzt aber auch nicht zurück, um zu gucken, welcher besten Auftrag das ist. Aber wir erledigen damit einen Auftrag. Ist ein sicherer Kampf. Die muss ich ein kleines bisschen zurückhalten. Die hat letzte Runde ordentlich was abgekriegt. Moment. So, ich habe eine Knockout-Schrotflinte auf 5 Entfernung. Einfache Aktion. Nicht ätherisch, nicht mechanischen Erschütterung. So. Was bitte ist Erschütterung? Ja, interessant an. Und das Schildbrechergewehr. Das schießt wiederholt und umgeht Schilde. Also, Schilde. Doch, Rüstung und Schilde. Umgeht Schilde. Ja, ich möchte bitte die anziehen. So, und wenn wir mit dem Kampf fertig sind, dann rüsten wir mal unsere Leute mit Zeugs aus, weil inzwischen haben wir ja schon ein paar Mods, die wir haben. Bloß das will ich nicht über machen, bevor ich jetzt kämpfe. So, hopp. Hast du ein schickes Schildbrechergewehr. APC. Das ist schon nicht schlecht, das sieht schon irgendwie interessant aus. Hier ist natürlich ein bisschen besser. So, Stufe technisch. Schaden auf 5 Reichweite. Macht 16 Schaden auf 37 Reichweite und das ist beides eine einfache Aktion. Ich bin mal der Meinung, du bleibst einfach in deinem Panzer sitzen. Gut, jetzt aber wirklich. Wie sieht das denn aus? Das ist ja cool. Wir haben überwacht, was sie ja können. Der Bereich. Also auf die ersten Reihe der Straße kann ich hin. Du hast so ein komisches Schlag mit Plasma taumeln. Geht alle Schilder. Gut. Wollen wir mal sehen, was wir tun können. Du kannst erstmal hier hingehen. Nein, du solltest doch gar nicht. Mein Fehler. Gehst bitte wieder zurück. Und haust in der nächsten Runde den Heilbot raus. Mann, ich bin ein bisschen doof. Wir haben Kettles. Der kann heilen auf 3 Entfernung. Ganz klein, Moment mal kurz.
Da bin ich wieder. So, du kannst auf 3 Entfernung heilen. Das heißt, ich zieh dich mal erstmal gar nicht, weil du kommst da ja doch. Da wirst du hinkommen. Und heilen kostet 1, ja. Dann gehst du einfach mal hier in Deckung. Jetzt dahin drehe und dann sie heile. Ja, dann drehst du dich um. Okay. So. Du gehst dahin. Du kannst, glaube ich, keinen angreifen, genau. Das heißt, du machst einen Feuerschutz. Ja, bitte so. 7 Entfernung. Da könnte ich hin. Ich hoffe mal, du überlebst das. 30 ist ein bisschen wenig, aber... Ein Streiftreffer und ein Fehlschlag. Gut, aber schon mal angeknigelt. So, ich übergehe ich. Geh es dahin und schieß mal auch auf die. Mit einer bisschen besseren Chance. Was aber auch ein Fehlschlag war. Das geht nicht, das geht auch nicht. Gehst du mal hier hin und machst eine Überwachung in die Richtung. Wollen wir mal sehen, was die jetzt tun. Na, erstmal kriegen sie 1 von Latz. 2 von Latz. 3 von Latz. Ja, das war klar, dass da eine Granate reinkommt. Taumeln ist doof. Autsch. Ah, Plasma von. Ich glaube, ich will die da raus haben. Operations ready. So, Operationen sind fertig. Wir fangen erstmal direkt mit einer Operation an. Ich glaube, wir setzen einfach mal eine Supportstation hin. Und zwar da. Dann ziehe ich dich mal bitte aus dem Feuer raus, nämlich hier hin. Und dann darfst du erstmal auf die schießen. Oh, daneben geschossen. Aber die Leute getroffen. So, ich ziehe ich mal hier hin. Dann machst du erstmal den tot. Enemy down. Das ist ein bisschen. Sehr wenig. Ja, und über brennenden Boden will ich nicht. Du kannst überall Feuerschutz machen kannst, schießt du einfach selbst mit 50% da drauf. Yeah! So, dann habe ich noch einen Vorhutsoldaten. Ach, nee, wir fangen mit denen an. Die will ich ein bisschen wegziehen. Oh, Moral-Aura. Ach ja, stimmt. Der... Tevels macht ja hübsche. So, du gehst 1 zurück, damit du nicht mehr in den Flammen stehst. Ich
gilt jetzt trotzdem. Was macht das Ding hier? Achso, ja, das ist der Scanner. Ich schick mal hier gegen hin. Der darf dann erstmal die heilen. Autsch. Noch eine Granate. Ja, aber eure Granaten sind jetzt gleich alle. Und ein Fehlschlag ist richtig gut. So. Die würde ich gerne als erstes mal ausschalten. Damn it. Okay. Dann weiß ich da jetzt auch Bescheid. Muss ich meinen Soldaten doch wieder zurückziehen? Und nicht fehlschlagen hier. Fehlt noch. Oh ne. Enemy neutralized. So, du kannst immer noch heilen. Dann mal. Bisschen weiter. Nur noch außer Reichweite. Okay, dann hast du da noch repariert. Autsch. Aber er hat überlebt. Das so. Nein, wir fangen erstmal mit dem an. Nicht, dass nachher alles zu Ende ist und ich kann den gar nicht mehr heilen. Jetzt darfst du da drauf schießen. Rache ist im Blutwurst. Ja, mach mal. Enemy down. Our forces are victorious. Aber sowas von. Oh, und zwei Aufstiege. Ja, die haben 4 Lebenspunkte dazu gekriegt. Objective complete. Denk an die Kinder, abgeschlossen. Auf Nimmerwiedersehen. Danke für deinen Einsatz, Jack Gelder. Die Kinder dieses Landes können heute Nacht gut schlafen, denn sie wissen, dass du sie beschützen wirst. 4 von 4 Einheiten getötet. 7 Runden hätte ich noch gehabt und dann nehmen wir die Belohnung mal an. Der Paragon-Präfekt. Wer schleicht da wie lausige Diebe im Schatten meines Thrones herum? Kommt näher ins Licht. Ich lasst mich eure Gesichter sehen. Ah, ihr seid es. Die behaupten, durch den Raumriss zurückgekehrt zu sein. Sag mir, Soldat, wie war der Name und das Ziel eurer Mission? Mein Name ist Jack Gelder,
befehlshabender Offizier der VES Frontier. Wir haben das Kitoni-System gesichert und wurden dazu vor 197 Jahren auf eine Kryostase-Mission Typ 4 geschickt. Abgesehen davon und bei allem gebührenden Respekt, es gibt besser einen verdammt guten Grund, weshalb wir so behandelt werden. Da haben wir so ziemlich das erste Logikloch, glaube ich, weil die 197 Jahre sind wir ja bloß zurückgeflogen. Wir sind ja auch noch hingeflogen. Aber vor 197 Jahren, 58 Tagen und 20 Stunden, um genau zu sein. Die Frontier hat damals wie ein gutes Schiff angemutet. Glückwunsch, Kommandant. Bestanden. Es ist also wahr. Die leeren Stürme sind abgeklungen. Das ist eine großartige Neuigkeit. Ich würde euch alle gerne zu einem Festmahl einladen, aber wie ihr seht, kommen wir selbst kaum über die Runden. Ich schulde dir eine Entschuldigung, Kommandant. Ich bitte allerdings auch um Verständnis für unsere Situation. Als der Planet den Kontakt zum Zentralkommando der Vorhut verloren hat, gab es keine Versorgungsmittel mehr. Soldaten sind schlechte Bauern, und je weniger Vorräte wir hatten, desto angespannter wurde das Verhältnis zur Vorhut. Sie haben sich auf mehrere Gruppen aufgeteilt, Smaragd, Rubin und Saphir-Einheit. Und nur wenige sind dem Paragon gegenüber treu geblieben. Seitdem kämpfen sie um Lebensmittel, Waffen und Ressourcen und zerstören den Planeten mit experimentellen Waffen der Prometer. Sie greifen alles und jeden an, haben alle anderen Kommandoposten der Paragon überfallen. Wir waren verzweifelt, aber jetzt mit eurer Ankunft und der Aussicht, via der Union beitreten zu können, können wir dieser Tragödie garantiert ein Ende bereiten. Objective completed. So, jetzt haben wir die besänftigt und bekommen eine Paragon-Waffe als Lohnung und Einfluss. Und das verkaufen wir nicht für 100 Energie, sondern nehmen die Belohnung. So. Habe ich alle? Ich muss den letzten noch finden. Das Schiff muss ich noch finden. Und mit Huiyang. Okay. So. Wir sind jetzt im Frieden mit den Prometern. Ach so. Wir können jetzt sogar handeln. Wir könnten uns also einen Soldat und eine Wache kaufen und ein Reaktionsschild kaufen. Okay. Wie viel Einfluss habe ich? 50 mehr? Das heben wir mal noch ein bisschen auf. Und Michael hat mir eine Nachricht geschickt. Incoming communication. Die Verbesserung deiner Beziehung zu den Einheiten kann kurzfristig gewinnbringend sein. Eine dauerhafte Partnerschaft allerdings? Kannst du ihnen vertrauen? Ja, ich kann ihm vertrauen und ich würde dich mal so ein bisschen komplimentieren. Ich glaube, die 10 gebe ich jetzt einfach mal auf. Hundert was. Möchtest du diesem Spieler wirklich ein Kompliment aussprechen? Das Aussprechen eines Kompliments eines anderen Spielers kostet dich 10 und verbessert seine Meinung von dir um 100. Jo. Hallo Jack Gelder, schön wieder von dir zu hören. Danke für die nette Nachricht. Obwohl wir noch nicht die besten Beziehungen pflegen, ebnet das den Weg zu gegenseitigen Respekt. Okay. Ah, jetzt hat er 100 bei mir. Da haben wir Frieden. Okay. So.
Bist da jetzt quasi fertig. Ich lass dich mal ein bisschen hier zurücklaufen. Macht jetzt eigentlich das hier alles so. Da kriegen wir ein Essen, das muss noch erforscht werden. Wo ist die denn? Ist die Laboratorstation? Da werden alle. Ja, okay. Da hätte ich vielleicht mal vorher reinlaufen sollen. Gut. So, das ist unsere neue Einheit. Gute Schilde. Eine Nahkampfeinheit, wie es aussieht. Mit einem Speer. Und die kann auch einen Schildansturm machen. Hört sich gut an. Mal kurz gucken. Die Dinger waren. Gegen Fernkampf und die waren. Ja, okay, jeder Schaden. Bloß die werden durch Nahkampf ignoriert und die werden durch Psi ignoriert. Okay. Hopp. Wenn wir die mal einladen. So, dann ist die Armee wieder voll. Alle anderen sind gezogen. Ich habe schon wieder über 20 Minuten gemacht. Ja, dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschüss.